Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play Projekt auf meinem YouTube Channel GameAccounts. Datum und Uhrzeit einstellen. Wir haben heute den 26.02.2019, das stimmt. Und ich stimmt nicht mal, ich bin da dumm. 26. ist ja ein Dienstag, ne? Eieieiei. Wir haben jetzt erst Sonntag, den 24. 24.02.2019 um 12:02 Uhr. Das stimmt. Ein Paradieseinsel mitten im blauen Ozean. Diese Insel ist nun für dich gemacht, aber sie hat noch keinen Namen. Wie soll die Insel heißen? I will call it Gamer. GamerCouts. GamerCouts, das ist doch ein toller Name für die Insel. GamerCouts, ein fantastischer Name. Aber hallo, finde ich auch. Ab heute bist du der Besitzer oder der neue Verwalter von GamerCouts. Und dein Ebenbild beginnt hier sein neues Leben als erster Einwohner auf der Insel. Zuallererst sollst du aber ein Mii erstellen, das so aussieht wie du selbst. Ja, da konnten wir das Tool eigentlich erstellen. Wir können aber eins aus dem Mimaker importieren. Aber ich glaube, das Verfahren ist, erstellen wir mal ein neues, was aussieht, wie ist, weil mein altes Mi damals einfach nicht mehr up to date ist. Ist ja immer ganz lustig, so dann eigentlich Mi zu erstellen. So, ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wie meine Gesichtsform ist. Ich tue einfach mal die Facecam ein bisschen größer machen, neben dran halten. Dann könnt ihr jetzt immer vergleichen, ob das so aussieht, wie ist. Ich selbst habe keine Ahnung. Ich mache es mal hier oben hin, also ist das auch gescheit. Mein Gesicht hier ist zwar ein bisschen kantig, aber auch nicht zu sehr kantig. Und meine Frisur ist übrigens normalerweise nach hinten gestylt. Habe ich jetzt heute ein bisschen gemacht, weil ich nie aus dem Haus gehe am Wochenende. Deshalb tue ich dann meine Frisur nie nach hinten stylen. Ja, nehmen wir doch mal das. Deshalb habe ich normalerweise eigentlich eher eine so nach hinten gestylte Frisur. Ich weiß gar nicht, ob die hier so nach hinten gestylte Frisur überhaupt haben. Treffen alle nicht wirklich zu. Sieht halt null aus wie es. Aber es muss ja auch nicht unbedingt krass jetzt so wie ich aussehen. Generell habe ich auch eher blonde Haare, so in die Richtung gehend. Kann einmal eine Mütze anziehen, hat die ganze Sache eh. Was weiß ich, sieht doch ganz fress aus. Nehmen wir einfach mal das hier. Auch wenn es mir selbst nicht so ähnlich aussehen wird, aber es muss mir auch nicht zwangsweise ähnlich aussehen. Das sieht bald null ähnlich. Ja, komm mal, da kann ich die Festkleber auch wieder runterschieben. Ich dachte mir zuerst, hey, mach mal irgendwas, das mir total ähnlich aussieht, aber nee. Erstens haben die meine Frisur, die ich normalerweise habe, ähnlich. Und dann habe ich jetzt eine andere Rotte drauf, das wird es also kompliziert machen.
Nee, Brille, sieht hässlich aus. Ich bin generell klein und dünn. Ja. Dünn bin ich definitiv, also let's say. Das entspricht ungefähr mir. Dann habe ich hier so einen, tatsächlich einen kleinen, Moment. Aber das ist auch bescheuert hier. Haben die das nicht, Hui, das sieht ganz schön falsch aus. Ja, wir haben ja nichts so Tolles, was mir gefällt. Joa. Wir machen es ohne. Ist besser. Ja, ob natürlich kann man jetzt streiten, ob das wirklich so aussieht, wie es ist. Ich sag nein. Muss aber jeder natürlich selbst wissen. 100% Nick, das bin ich, ne? Na komm. Lass mal's gut sein. Jetzt call ihm David. David G. G steht für Game Accounts. Der Port ist David G. Mal übelst nice an. Bildsname einfach nur Dave. Nee, David. Ich will nicht Dave genannt werden. Ich hab keine Ahnung, wie das so. Der Geburtstag habe jetzt gewiss Muriel ein hier am 11.05. Wird nämlich gefeiert. Gut, ihr wisst, das ist 16 Jahre, wenn das auch kein Geheimnis als 2002. Ja, gut, Kind würde zwar nicht Dirk sagen, aber hey. Ja, Orange. Ja, eigentlich ist Rot fast. Rot, Rot ist tatsächlich meine Lieblingsfarbe, ne? Es ist. So, der Stella ist David. Und ich bin männlich. Das wissen wir auch schon. So, das passt doch wunderbar hier. Sieht richtig aus wie ich selbst. So, hab auch mal meine Haare hier oben so hochgegelt. Ich hab gesagt, nee, aber die Haare, die passen mir noch nicht ganz. Da will ich wirklich nochmal. Da bin ich nicht zufrieden mit. Dann mache ich wieder meine alte Frisur. So wie ich es davor hatte. Nehmen wir so in etwa. Ja, komm. Ich bin immer ein bisschen ähnlicher aus, wenigstens hier, auch wenn es nicht viel ist. Da habe ich braune Augen. Ja, das sieht doch richtig bescheuert aus. It's a me, not. So. Wunderbar. So, jetzt geht's los mit Stimmen. Ich bin David G. Ich bin David G. Ich bin David G. Alle mit. Ich bin David. Nee, so hoch bin ich nicht. Komm, mach mit. Ich bin David G. Alle nennen mich nur David. Mein Geburt. Ich bin David. Ich bin David G. Ich bin David G. Ich bin David G. Ja, das passt doch. Ich bin David G. 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 Alle nennen. Ich bin David G. Ich bin David G. Ich bin David G. Ich bin David G. Der Fuck. Ich bin David G. Will die männliche Stimme. Ich bin David G. Ich bin David G. Alle nennen mich nur. Ich bin David G. Alle nennen mich nur David. Ich bin David G. Alle nennen mich nur David. Ich bin David G. Alle nennen mich nur David. Ich bin David G. Ich bin David G. Alle nennen mich nur David. Ja komm, das passt jetzt hier. Ist gut genug. Bueno. Okay, die Persönlichkeiten. Ich handle eher langsam. Sprist. Naja. Keine Ahnung. Eher sanft. Ich weiß es nicht. Der Ausdruck ist, ich bin eher lebhaft. Denkweise ist definitiv vorsichtig. Ich bin vorsichtiger Typ.
Und insgesamt bin ich speziell. Das kann man doch selbst einsetzen, ob man speziell oder normal ist. Sag mal von mir selbst, ich bin normal. Handelt eher langsam. Spricht eher sanft. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt hier auf mich zutrifft. Das sind so Sachen, die kann man selbst total zwar einsetzen. Erster Eindruck, kühn. Charakter zurückhaltend, vorsichtig, stur, vernunftgesteuert, nüstern. Das beschreibt mein Leben in 1, 2, 3, 4, 5 Wörtern. Intellektuell. Nehmt jede Aufgabe ernst. Ist sehr still, sagt auch, was er zu sagen hat. Brist. Gelten in der Regel nur selten. Ungelogen, das konnten ja so gut auf meinem Zeugnis von der Grundschule draufstehen. Der Schüler David nimmt jede Aufgabe zu ernst. Er ist eher zurückhaltend, sagt aber was, wenn er es zu sagen hat. Dem Klassenverbund geltenden Regeln bricht der Schüler nur sehr selten. Oh Gott. Aber okay, hinnehmen. Dein Ebenbild ist fertig. Hoffentlich wird David es auf Gamma-Couch auch wohlfühlen. Ui. Gerade eben wurde das Apartmenthaus fertig, in dem David wohnen wird. Sehen wir es uns noch einmal genauer an. Okay. Schauen wir uns doch mal an, wie das aussieht. Ui. Was macht David wohl in seinem Zimmer? Büro betreten, um selbst ins Zimmer zu gehen und es herauszufinden. Na dann gehen wir doch mal rein und schauen, was David so treibt. Hallo, ich bin David. Nanu, du siehst ja aus wie ich. Hallo, finde ich nicht so, aber ja. Berühre mir Charaktere in ihren Zimmern, um mit ihnen zu interagieren. Berühre zunächst das Pressblas und höre zu, was dann eben bei dir zu sagen hat. Dann machen wir das nochmal. Ich habe Hunger. Er hat Hunger. David möchte etwas essen. Geben wir doch etwas für ihn einkaufen. Let's go to the market. Und da haben wir den doch. Gerade hat ein neuer Supermarkt geöffnet. Oh Wunder. Gehen wir hin und kaufen etwas, das David mag. Dann schauen wir doch mal, was es gibt. Schnitzel hört sich immer gut an. Kaufen wir gleich mal zwei Schnitzel. Da haben wir auch noch eins fürs nächste. Bitteschön. Schnitzel kaufen wir doch immer gern. So, Schnitzel mag ich ja selbst sehr gern. Ich bin gespannt, ob man mir Schnitzel auch mögen wird. Wir werden es jetzt sehen. Die Symbole in den Fenstern der Apartments zeigen dir, wenn ein Mieter Hilfe braucht, ob da mal jemand Hunger hat. Ich sag ja. Ihr habt ja bald offensichtlich Hunger. Guten Tag. Hi. Mann, hab ich. Ja, das war mir klar, dass du Hunger hast. Dann geben wir dir doch einfach mal ein Schnitzel. Bitteschön, guten Appetit. Das fand er absolut lecker. Ja, wunderbar hier. Läuft doch schon mal sehr gut. Löse die Probleme eines Mii-Charakters und steigere seine Zufriedenheit. Was? Ne. Löse das Problem eines Mii-Charakters und seine Zufriedenheit steigt an. So rum. Mit deinem Mii-Charakter ist sehr zufrieden, wird dir sicher auch Gutes widerfahren. Gib 8. Nicht jedes Mii hat dieselben Vorlieben. Was das eine Mii glücklich macht, könnte das nächste ganz grausig finden. Überlege dich stets, welches das Geschenk dem Mii gefallen könnte und schau, wie sehr seine Zufriedenheit steigt. Ah ja. Was willst du noch? Huch, sieht aus, als ob David noch etwas aus dem Herzen hätte. Heute ist doch gleich mal an, was er noch zu sagen hat. So ganz allein auf der Insel ist doof. Ich wünschte, ich hätte Gesellschaft. Du bist Gesellschaft. David braucht einen ganz dringend einen Freund. Es stellen wir doch noch an Mii, zum Beispiel das Ebenbild eines Freundes oder Familienmitglieds. Dann erstellen wir doch noch mal einen Mii, und zwar... Ich hab auch, liebe Leute, ihr wisst ja, ich habe ja auch eure Mies drin, also die von meinen Abonnenten. Die werde ich im nächsten Part alle dazu holen, also nach und nach, also beziehungsweise muss ich mal genau überlegen, wie ich es mache. Die werde ich alle ins Display auch reinbauen. Jetzt tue ich es nochmal an Mii erstellen, was sozusagen der Best Friend von Game Accounts wird. Also von mir wird, das Mii heißt Game Accounts, also ein ausgedachtes Mii sozusagen.
Wieso bin ich eigentlich in Voice drin? Ich merke gerade jetzt, dass ich in Discord irgendwie Voice drin bin. Das ist nicht gut. Können die das ja jemand anders noch reinzäunen? Da bin ich aber froh, dass da kein anderer reinzäunt. So, also. Es ist so Sonntagnachmittags, ne? Also. Virtual, wie gesagt, und auch Dexpartus in eure Mies hinzufügen. Wir erstellen jetzt einen Gamer-Account Mii, das ist so ein richtiger Soccer-Typ, der. Ja. Richtig aggro ist, weil jemand ihn in sein Lieblingsspiel geschlagen hat. Der richtig grimmig reinguckt. Der richtig dick und groß ist. Nee, und klein. Nee, der ist ein mittelmäßiger, aber richtig dick ist der auf jeden Fall. So. Ne, Brille hat der Typ keiner, der ist ja nicht Intellekt. Nee, Brille hat da keiner, aber der bekommt irgendwas Besseres. Vielleicht einfach irgendeine Mütze. Ja. Ja, hahaha. Das sieht aber übelst creepy aus. Darf ich es vorstellen? Gamer Couts. Das ist Gamer Couts in Person. Gamer Couts. Nee, G, aber ist es so ein. Mach mal Y für YouTube. Gamer Couts Y und der Spitzname ist einfach nur. Gamer. Dame. In jedem Pressbahn suchlau es aus. Dame. Dame. Gamer. Dame. Nee. Ich glaube, es ist eine AI. Oder Gamer. Gamer. Müssen wir aber auch so vom Aussprachen her. Ja. Nee, also auspressen tut man das. So. Gamer. Kuch, nee. Gamer Couts. Gamer Couts. Ich glaube ungefähr, dass man es so von der Aussprache her. Es ist halt schwer, jetzt das irgendwie schreiben. Gamer Couts. Nee, das Set muss weg. Gamer Couts. Gamer Couts. Hört sich gut genug an. So, man hat GamerCouts einen Geburtstag am 1.1. Nee, machen wir wirklich den Geburtstag von GamerCouts, das wäre dumm. Das war der 3.2.2016. Server, so weit hoch kann man überhaupt gehen. Das ist, ihr habt da echt total kennt, Geschwister, Verwandtschaft, sonstige. Ich bin Berlin.
Kauch Y. Alle nennen. Ich bin Delima Kauch Y. Alle nennen mich nur Delima. Ich bin Delima Kauch Y. Alle. Ich bin Delima Kauch Y. Ich bin Delima Kauch. Nee, das passt. Er handelt eher sehr langsam, es presst Dampf, kühl, ist sorglos und insgesamt ist er sehr speziell. Das vorstellen. Das, meine lieben Kinder, ist Gavakauz. Ausgelesen Charakter ans Band, unbedarft, feinsinnig, ehrlich, aufmerksam, freundlich, warmherzig, nimmt Rücksicht auf Mitmenschen, nennt Harmonie extrem wichtig und muss es davor hüften, ausgenutzt zu werden. Na dann, wisst ihr Bescheid. Delima ist wohl gerade hier eingezogen. Ja, Gamer ist hier eingezogen. Hast gut erkannt. Sieh an. Weil du sein Problem gelöst hast, ist die Zufriedenheit dieses Mies, Zufriedenheit dieses Mies-Charakters gestiegen. Bläh. Hast du übrigens gemerkt, dass du dadurch auch etwas Geld erhalten hast, ja? Mit Geld kannst du Essen und Items für deine Mies kaufen. Das macht sie glücklich. Je zufriedener der Mies ist, desto mehr Geld erhältst du. Ich gehe mich gleich einmal vor. Mach das, stell es doch einmal beim Gamer vor. Der sah so richtig motiviert aus. Nee, echt jetzt, es ist so lustig. Es ist so lustig. Aber es scheint ja ganz gut zu laufen hier. Sein ist ja nicht dir gleich gefühlt mit dem Messer abzustessen. Yay, David und Gamer sind nun miteinander befreundet. So treffen sich die Mii-Charaktere, reden miteinander und schließen Freundschaften. Das ist doch schön. Jedes Mii hat seine eigene Persönlichkeit. Manche verstehen es gut, andere nicht so gut. Sehen wir uns aber an, wie der Vergleich dieser Persönlichkeiten zueinander ausfällt. Es gibt vier verschiedene Gruppen von Charaktertypen. Ah ja, in jeder gibt es vier Unterarten, insgesamt gibt es also 16 Arten von Charakteren. Okay, der ist kühl und die anderen wissen wir noch nicht, ist aber interessant. Das tägliche Leben deines Ebenbilds und der anderen Mii-Charakter zu verfolgen und ihm ein Problem zu helfen, ist die Grundlage deines Lebens in Tomodachi Life. Steigt die Zahl der Bewohner, steigt auch die Zahl der Gebäude auf der Insel. Berühre leere Grundstücke auf der Insel, um zu sehen, welche Bedingungen für den Bau erfüllt sein müssen. Weil Inselbewohner es gut miteinander verstehen, bilden sie manchmal auch Paare. Es kann sogar passieren, dass zwei Bewohner heiraten. Und eines Tages werden die beiden vielleicht sogar ein Baby bekommen. Was würde wohl passieren, wenn ein Ebenbild auf der Insel Nachwuchs hätte? Ey, wollt mich fragen, woher? Sehen wir uns doch einmal an, wie das aussehen konnte. Stell dir nur vor, wir haben ein Kind. Ah, wer ist die Person? Ja gut. Und wie hat es dir gefallen? Du weißt zwar natürlich nicht, wie dein Kind aussehen wird. Das ist ja die spannende Frage. Wenn du dir vorstellst, dass du dieses Kind auch noch aufwachsen siehst, dann braucht man gar keine reale Familie mehr. Also für Gamer. Wie das Gamer Calls Me. Die 24/7 alleine zu Hause rumhocken und überhaupt keinen Kontakt an die soziale Außenwelt haben. Für die ist das Spiel Goldwelt, weil die können eine Familie gründen. Mit Kindern, Frau und allem, was die im Real Life gar nicht mehr bekommen würden. Für die ist das wirklich gut. Nein, Scherz. Also, wie wird das Baby deines Ebenbilds aussehen und was für eine Persönlichkeit wird es haben? Eines Tages wirst du es vielleicht selbst herausfinden. Natürlich sollst du auch wissen, dass du deinem Spielstand sichern kannst. Berühre dazu das Speisern-Symbol und den Rest auf dem Bildschirm. Vergiss nie zu speisern, bevor du das Spiel beendest. Lass auch die Mii-Charaktere deiner Freunde hier auf Gamakauz wohnen und nehmen teil an ihren täglichen Leben auf der Insel. Das wird passieren, dazu im nächsten Part mehr. Oh, jetzt haben wir eine Einmeldung. Einmeldung. Auf Gamakauz wurde ein Rathaus eröffnet. Im Rathaus können sich neue Bewohner anmelden oder Informationen zu bereits gemeldeten Bewohnern einsehen. Ah ja,
Es gibt dort noch viele andere Dinge zu tun, also schaut ruhig einmal vorbei. Ah ja, gut, dann gut zu wissen. In Rathaus werden wir aber definitiv vorbeischauen. Das war es aber soweit. Von dem Part von Tomodachi Life von ersten, wie gesagt, im nächsten Part werden wir mal anfangen, Aramie-Charaktere reinzubauen. Ich nehme mir das vor, so gut wie jeden Tag zu spielen. Weiß noch nicht genau, wie ich es mache, also das soll immer ein Tag zeitversetzt sein oder so. Es präsentiert sich am 26. aufnehmen. Werdet ihr das am Montag, das ist dann der 27. werdet ihr das dann sehen. Wird das wieder hochgeladen. Ich kann nicht wahr. Warte mal, ich bin eigentlich so mal. Ist der 24. Sonntag. Also werdet ihr es am Montag, den 25. sehen. Das ist, was am 25. aufnehmen werdet ihr am 26. sehen und so weiter. So der Art der Puffer. Ich will das jeden Tag aufnehmen und jeden Tag auch spielen. Wisst ihr Bescheid. Dass es so in der Früh geht natürlich, nur weil heute eben Sonntag ist. Sonntag ist das Coole. Und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich beim Zuschauen von dem Part von Tomodachi Life. Macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein. Und ciao!